Es könnte ein großer Schritt beim Kampf gegen den Krebs sein. Das Mainzer Unternehmen BioNTech hat jetzt eine vielversprechende Studie vorgestellt. Erste Ergebnisse daraus zum Krebsimpfstoff CARVac zeigen, dass das Wachstum von Tumoren bei einem Großteil der Probanden gestoppt werden konnte. Zum Teil wurden die Tumore sogar verkleinert. Bis zum Jahr 2030 möchte BioNTech an die 10.000 Krebspatienten behandeln. Gegen Corona gibt es ja bereits Impfungen mit einem BioNTech-mRNA-Impfstoff, der aber Ansteckung und Weitergabe des Virus leider nicht verhindern kann. Zugeschaltet ist mir Professor Klaus Stöhr, Virologe und langjähriger Berater der Weltgesundheitsorganisation. Ich grüße Sie ganz herzlich. Hallo. Guten Tag, Herr Töckchen. Herr Stöhr, BioNTech meldet da sehr positive Daten aus einer laufenden klinischen Studie zu einem Impfstoff. Das ist aber noch nicht der fertige Impfstoff, müssen wir mal klarstellen. Damit könnten aber Tumore bekämpft werden. Wie weit ist die Studie in dieser Phase? Wie schätzen Sie diese Meldung ein? Also erstmal ist es ganz wichtig, dass die Pharmaunternehmen natürlich ihre Ergebnisse vorlegen. BioNTech hat über 35 Produkte in der Entwicklung, bisher erst ein einziges, was sie auch vermarktet haben. Das ist der Corona-Impfstoff. Und dann gibt es zwei in so einer sogenannten Phase 3. Also die könnten dann irgendwann vielleicht im übernächsten Jahr auf den Markt kommen. Das Produkt, worüber wir jetzt sprechen, ist noch in der Phase 1 bzw. 2, also noch viele Jahre entfernt von irgendeiner Nutzung in einem Patienten in einer zugelassenen Form. Aber was man hier versucht hat, ist eine bekannte Therapie mit einem mRNA-therapeutischen Impfstoff zu verstärken. Man muss sich das so vorstellen, in Deutschland erkranken ja fast 500.000 Menschen jedes Jahr an Krebs. Davon kann maximal die Hälfte, etwas mehr, gerettet werden. Also die Überlebensrate liegt dann über 50, 60%. Da braucht es neue Therapien. Und hier gibt es eine, die ist schon seit einigen Jahren in der Nutzung. Hier nimmt man bei dem erkrankten Patienten weiße Blutkörperchen aus seinem Blut, behandelt die dann, modifiziert die, gibt die dem Patienten zurück. Und diese Zellen können dann den Tumor ganz spezifisch angreifen. Aber die Zellen könnten besser noch länger leben und sie könnten diesen Tumor besser finden. Und da kommt jetzt dieser mRNA-Impfstoff mit ins Spiel. Hier hat BioNTech eben diese beiden Therapien zusammengebracht. Den mRNA-Impfstoff gibt man, um diesen Zellen, die man dem Menschen dann zurückgibt, eine bessere Überlebenschance zu geben. Und die können dann auch die Krebszellen besser finden. Und man darf nicht vergessen, es sind jetzt 44 Patienten behandelt worden, mit zum Teil schweren Nebenwirkungen auch. Die kann man natürlich hier besser tolerieren. Das sind ja therapeutische Impfstoffe, also bei schon erkrankten Menschen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, dass sie vielleicht auch schwer erkranken oder sterben sogar. Also das sind sehr vielversprechende Ergebnisse. Aber wir sind ja noch unheimlich weit weg von einem zugelassenen Impfstoff. Wissenschaft ganz toll, aber für die Intervention gibt es ja noch nichts zu berichten. Das mit den weißen Blutkörperchen habe ich auch verstanden als medizinischer Laie. Hilft das denn gegen nahezu alle Krebsarten, nur gegen bestimmte? Ist es universell einsetzbar? Wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist das Tolle eigentlich bei dieser Kombinationstherapie. Diese mRNA-Impfstoffe helfen dann, bestimmte Proteine auf den Zelloberflächen zu finden. Und die gibt es dann bei einer relativ großen Anzahl von Krebsen, nicht nur soliden Krebsen im Darm, sondern auch in der Lunge, vor allen Dingen in den Gonaden, also in den Eierstöcken und auch in den Hoden. Also es kann ein großes Spektrum von Krebspatienten mit einem großen Spektrum von verschiedenen Krebsarten davon profitieren. Deswegen ist es gut, weiter im Auge zu behalten. Ich hoffe, dass die erfolgreich sind, aber da muss man die Daumen noch erheblich drücken und da braucht es noch viel Zeit und Kraft. Also müssen wir leider noch ein länger warten, aber durchaus vielversprechende Ansätze, sagt Professor Klaus Stöhr. Ganz herzlichen Dank für Ihre Expertise. Sehr gern. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.